Natürlich. Sind wir kurz vom Auftritt? Matten, wollen wir noch mal kurz Spiegel, gucken? Klar, wenn wir gleich stehen. So, das war der Auftritt gerade. Wir hatten Spaß bei dem, was ihr jetzt gesehen habt. Dein Mund ist nicht sichtbar. Bis später. Ja, ja. Ich finde das auch echt nicht nett von dir. Wir waren gerade bei Verenas Theateraufführung von Maria Stewart. Und vielleicht kann Verena uns kurz was darüber erzählen. Nein, ich habe gar keine Lust. Ich will jetzt einfach nur essen. Kannst du das bitte mal das Ding ausmachen? Die Prioritäten sind gesetzt. Hallo, heute sind wir live dabei bei Leonies Umzug nach Köln. Leonie ist eine Freundin von mir, die jetzt in Köln was genau studiert? Kommunikationsdesign im Fachbereich Illustration. Sehr schön auswendig gelernt. Und hier sind wir gerade dabei, ihre ganzen Sachen nach oben zu transportieren, nämlich in den Lieferwagen. Ja. Und Leonie hat dafür, dass sie vorher nur in einem einzigen Zimmer gewohnt hat, ungefähr so viel Krempel wie ich in meiner ganzen Wohnung. Aber wollen wir sie nicht unnötig bloßstellen. Möchtest du voranschreiten? Ich bin halt wohlhabend. Ja. Landadel. Genau. Genau. Darf ich uns alle filmen? Wo wir gerade alle, ja, wo wir gerade alles reingetragen haben. Du kannst auch dokumentieren, jetzt bist du ja die Kamera. Achso, ich kann nur immer nicht so gut. Ich habe mal leckere Kürbisse. Leonie, du rennst immer weg. Ja, komisch, ne? Ich möchte aber, dass das Manowar-T-Shirt hier gerade geil wird. So wie es sich gehört. Ja, das ist auch ultra geil. Ja. Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Das ist auch nur gerade. Nein, ich kann ein Resümee geben. Weißt du, bitte? Ja. Ich kann ein Resümee geben. Ich bin jetzt umgezogen und wohne jetzt in Köln. Ich bin jetzt ein kölsches Mädchen. Und ich habe das schönste Zimmer in der WG mit großem Abstand. Und das ist allein mein Verdienst. Nein, das ist alles eine Lüge. Der allgemeine Uni-Wahnsinn hat wieder angefangen und ich bin hier live mit Mariam Al-Alisha, weil wir sind irgendwie länger schon befreundet und keiner kann deinen Nachnamen sprechen. Hi! Alle bei Facebook, hier gibt's Computer in diesem Raum, ist das nicht fantastisch? Erstmal Facebook, So, wir sitzen jetzt hier in Sofatschkas Küche. Sophia ist eine, Sophia, ist eine sehr gute Freundin von mir. Und wir waren gerade dabei, ihre neuen Möbel in ihre Wohnung zu räumen. Und ich möchte ganz kurz Sophia vorstellen. Sophia? Sie sieht ein bisschen gemahnt, ein bisschen an eine indische Tänzerin. Was möchtest du sagen? Erzähl mal, woher wir uns kennen. Wir kennen uns von Stelle S-Bahnhof eigentlich. Nein, aber wir waren auf einer Schule und sind aber uns einander irgendwann in der Theater AG begegnet. Und, ich dachte, sie wäre 38. Ja, und ich dachte, sie wäre doof und hat einen komischen Freund, der nachher gar kein Freund von ihr war. Und irgendwann haben wir uns zufällig am S-Bahnhof getroffen, haben gequatscht, fanden einander gut. Laura hat mich fast in der Brücke runtergeschmissen aus Versehen und dann waren wir Freunde. Und das ist jetzt schon seit 5 Jahren. Mehr. Mehr. Ich lebe seit 8 Jahren hier. Sophia war auch schon auf einigen einschlägigen Szenepartys mit dabei, zum Beispiel im KKC. Und hat sich da, wie war das für dich eigentlich die Erfahrung? So als Hetero unter den ganzen... Nicht-Heteros. Es war eigentlich gar nicht schlimm, es war eine Party wie jede andere, also... Gar nicht schlimm ist schon mal eine gute Umschreibung. Ja, also ich glaube, wenn man solche Sachen gefragt wird, weiß man ganz genau, was das Schlimmste ist, was man sagen könnte. Und gerade das rutscht einem aus dem Mund auch raus. Es war wirklich sehr angenehme Partys. Als Hetero-Pärchen war das eigentlich auch okay, weil ich da mit meinem Freund nochmal war. Und man ist zwar in der Minderheit, aber es macht einem nichts aus. Ja. Okay. Nur die Klofrau ist doof.
Aber das hat nichts mit der Party zu tun. Ja, ganz genau. Ja, die vermöbelt einen, wenn man zwei Bonbons nimmt, anstatt einen von ihrem Teller. Also bitte. Das ist ein anderes Thema. Ja, das gilt. Also wir sind auf dem Weg zum Boxtraining und ich habe gerade schon das erste Hindernis erfahren, weil mit dem Piercing darf ich eigentlich gar nicht trainieren. Das müssen wir irgendwie machen und Caro übrigens auch nicht, weil sie auch ein Piercing hat. Deswegen müssen wir jetzt schauen, was wir machen. Das wird eine spannende Aufgabe. Tja, nach dem Sport ist vor dem Sport. Ungefähr 5000 Schweißtropfen später stehe ich hier und kann gleich eine neue Übung vormachen. Moment. Ja, wie man sieht, ich konnte leider nicht auch bei dem Boxtraining selbst filmen, das war dann noch ein bisschen unpraktisch vor den ganzen fliegenden Fäusten. Aber wir sehen uns jetzt zweimal die Woche beim Boxen, auf dass die Kondition steigt. So, wir kommen gerade aus der Bibliothek und haben gerade was ausgeliehen. Wir sind ich und mein Betreuungskind Lea und wir machen immer dienstags oder mittwochs was zusammen. Und möchtest du kurz sagen, was wir für Filme ausgeliehen haben, Lea? Nein! Okay, Lea ist etwas schüchtern. Okay, ich melde mich gleich nochmal. Vielleicht ist sie dann redefreudiger. Mal gucken. Nein! Bis dann, tschüss! Hallo, ich bin äußerst krank, wie man hört, sterbenskrank. Ich habe eine Erkältung, bin verschnupft, habe Gliederschmerzen, ist auch egal, was ich alles habe. Auf jeden Fall bin ich trotzdem gleich mehr oder weniger zu verpflichtet, zu der Wagenplatzparty zu gehen von einer guten Freundin, die bald wegzieht nach Lüneburg. Und deshalb werden Caro und ich, man sieht uns übrigens kaum, da gleich noch hingehen. Und da wird es ein Lagerfeuer geben und alles Mögliche an guter Musik. Und wir begleiten uns einfach auf der Kamera und dann... Bis gleich. So, heute ist der letzte Tag in meinem Leben quasi. Heute geht mein Videotagebuch zu Ende und das lassen wir heute auch schön ausklingen. Morgen ist nämlich ein Feiertag und deswegen gehen wir gleich noch in einen Gay-Club. Der, wie heißt? Studio. Das Studio, genau. Das ist irgendwo in Essen, in der City. Und dann nehmen wir dich gleich nochmal mit, kleine Kamera. Und dann war es das auch von mir, von Laura. Und dann gebe ich mein Tagebuch einfach weiter. Hallo, ich esse jetzt einen leckeren Salat. Ja, genau. Also, bis gleich im Club.